Gruppe aus Berlin mit einem riesen Aufwand hergekommen. Er macht die Tür gar nicht zu hier. Für euch Puppen-Comedy-Act Burkhard Biering. Der Einstiegsgag. Mücke mit Erkältung. Ich habe noch einen. Ein Spatz schubst einen anderen Spatz vom Baum runter, weil der vorher gesagt hat, schieb. Oder pass auf, ich stehe an einer Pommesbude neulich und da kam mein Kumpel Mario vorbei. Da habe ich dann Pommes und Mario gegessen. Noch einer aus Niedersachsen. Wenn dir vor Angst die Augenlider wachsen, dann bist du wahrscheinlich ein Tier in einem Schlachthof in Niedersachsen. Ja, das war schon mein Soloprogramm. Ja, ich komme ja aus Berlin. Gerne, gerne. Ich komme aus Berlin und wir haben so ein kleines Problem mit Hundehaufen. Also es sind so viele Haufen, man kann gar nicht mehr laufen, ohne dabei einen Haufen über einen Haufen zu laufen. Und der Berliner, der hat gar keinen Platz mehr, um beide Beine auf den Boden zu stellen. Deswegen steht er auch nur auf einem Bein. Und der Berliner läuft nicht, sondern der springt nur noch. Und hier hilft man dem anderen noch aus der Scheiße. Hey du, komm, nimm meine Hand. Es gibt wirklich keine andere Stadt auf der ganzen Welt, wo so viele Leute Hausbrände überlebt haben wie in Berlin. Da sind wirklich Leute aus brennenden Häusern rausgesprungen, aus dem Fenster, sind alle weich gelandet. Ja, ja, Hunde können Leben retten. Und ganz viele Leute können jeden Tag nicht zur Arbeit kommen, weil einfach die Straßen so voll sind. Naja, ich habe mir dann so Gedanken gemacht. Ich habe überlegt, wie es denn wäre, stellen Sie sich mal vor, Hunde würden ab heute alle nur noch Nutella scheißen können. Immer stellen Sie sich doch, ich stelle mir gerade vor, die Kinder, die nach dem Schulunterricht mit großen leeren Nutella-Gläsern und Esslöffeln die Straßen frei machen. Ich erzähle das ja jetzt nicht nur so, das ist ja so. Ich habe mir da Gedanken drum gemacht. Ich hatte irgendwann einen Hund in Pflege gehabt und habe dann ein Experiment gewagt. Ich habe dem Hund bestimmte Zutaten zu fressen gegeben. Zucker, Haselnüsse, 13%, stark entöltes Kakaopulver, 7,3%, Magermilchpulver, 7,2% und pflanzliches Öl, 6,9%. Des Weiteren Aroma Vanillin und Emulgator Sonnenblumenlecithin. Das habe ich dem Hund so 3 Tage lang gegeben. Und das Ergebnis war scheiße. Ich wohne im Hinterhaus und ab und zu gucke ich aus dem Fenster raus, da gucke ich dann aufs Vorderhaus. Und die Leute im Vorderhaus, die gucken entweder nach hinten raus oder nach vorne raus. Wen es jetzt interessiert, wollte ich es einfach mal so gesagt haben. Ist eigentlich auch egal. Wir hatten vor 3 Jahren waren Dachdecker auf dem Vorderhaus. Und da gibt es so Leute, die sagen, Mensch, Tauben auf dem Dach sind so schlimm. Der hat aber noch nie Dachdecker gehabt. Aber da kann man was machen. Ich war irgendwann auf Toilette und was ich nicht wusste, war, dass die Dachdecker wirklich schräg vom Dach durch mein Klofenster in die Toilette gucken konnten. Und der eine Dachdecker hat seinen Kollegen geholt. Beide haben so geguckt und haben gelacht.
Und der eine Dachdecker hat dem anderen auf die Schulter geklopft. Der andere Dachdecker hat das Gleichgewicht verloren, hat sich an dem einen Dachdecker festgehalten und beide sind sie vom Dach gefallen. Ja, das macht man so dreimal, dann hat die Firma keine Arbeiter mehr. Dann kann man die Arbeiten auch einstellen. Ich habe noch einen anderen Nachbarn, den beobachte ich immer durchs Fenster. Mein Nachbar ist Punker. Wussten Sie eigentlich, dass Punker zweisprachig aufwachsen? Das ist ganz einfach, das müssen Sie sich so vorstellen. Der Punker sitzt bei Kaisers vor der Eingangstür und sagt, haben Sie mal 20 Cent, haben Sie mal 30 Cent? Und nach 12 Bier sagt der, und ganz klar zweisprachig. Der Punker sitzt auch manchmal im Park an der Bank da und trinkt sein Bier. Und irgendwann mit einem anderen Punker, der ist auch an der Bank da, und irgendwann kommt ein Rentner vorbei und sagt, hey, geht gefälligst arbeiten. Sagt der Punker, komm, entspann dich mal und nimm dir erstmal Bier. Du hast ja schließlich auch bezahlt. Der Punker. Der kocht sich, der kommt morgens um 14.30 Uhr in die Küche und kocht sich erstmal einen Kaffee. Der ist aber noch zu heiß. Egal, dann trinkt er eben erstmal zwei Bier. Danach ist der Kaffee dann kalt. Also kocht er sich nochmal einen Kaffee. Der ist aber zu heiß. Also trinkt er erstmal zwei Bier. Danach ist der Kaffee kalt. Deswegen kocht er sich erstmal einen Kaffee. Der ist aber noch zu heiß. Also trinkt er erstmal zwei Bier. Danach ist der Kaffeepulver alle. Aber dafür sind da drei kalte Kaffee. Jetzt trinkt er die drei kalten Kaffees. Bing, danach ist er wieder hellwach und trinkt erstmal zwei Bier. Letzte Woche hat sich der Punker den Hund vom Nachbarn ausgeliehen und sie sind spazieren gegangen. Und sind stehen geblieben bei Kaisers bei Eingangstür. Haben Sie mal einen Euro für Hundefutter? Puff. Haben Sie mal 30 Cent für Hundefutter? 10 Euro für Hundefutter? Selbstverständlich fallen dabei auch ein paar Bier ab. Und der Nachbar hat sich tierisch aufgeregt, weil sein Hund wieder total rotzbesoffen nach Hause gekommen ist. Hey, ich habe neulich eine Frau kennengelernt und die habe ich angesprochen und jetzt seht ihr mal, wie man eine Frau anspricht. Das ist sie. Also wie man jetzt zeige ich euch mal, wie man eine Frau anspricht. Oh, da bin ich mal gespannt. Ja bitte. Wie heißt du denn, Anne? Wie heißt du denn, Burkhard? Oh, sehr interessant. Sag mal, Anne, willst du mit zu mir kommen, einen Tee trinken? Na, das mit dem Tee glaubst du aber selber nur, aber ich komme gerne mit. Ich habe gar nicht erzählt, dass ich eine Spinne in meiner Wohnung habe. Und die ist jetzt schon 30 Jahre in meiner Wohnung und ist mittlerweile ungefähr 2,88 Meter groß. Und ich habe kurz nicht aufgepasst und da hat die Spinne meine neu erworbene Frau einfach weggenommen. Oh, ist das eine schöne Wohnung. Was ist denn das für ein Geräusch? Was ist denn das für ein Geräusch? Eine Spinne! Hm, lecker! Nein, ich esse dich jetzt. Nein, doch, nein, doch. Und 2,5 Stunden später entdecke ich Anne, wie sie an der Decke hängt im Netz. Daneben die Spinne mit Messer und Gabel und wie sie meine leckere Frau gerade aufessen will. Lecker! Da habe ich der Spinne erstmal voll eine in die Fresse gehauen. Aua! Das hat mir total leid getan, das wollte ich gar nicht. Und deswegen habe ich uns erstmal einen Kaffee gekocht. Also der Spinne und mir, und wir haben uns unterhalten. Ey, sag mal, spinnst du? Wie? Du bist doch die Spinne. Nee, aber die Frau, die ist doch total lecker. Ja, aber weil die lecker ist, darf man die doch nicht essen. Was? Nee, wenn eine Frau lecker ist, muss man die genießen. Was? Nee, warte mal, man muss sie naschen, man muss sie lieben. Ey, jetzt ist er wieder völlig abgedreht, Alter. Warte mal, ich muss sagen. Ich trinke nicht so viel Bier, ich habe nicht nur noch zwei. Naja, wenn es verschlossen ist, dann hält es ja länger. Kann sein.
Stimmt, hält wirklich länger. So, tut mir leid, ich muss noch mal ins Netz. Oh. Leider fehlen zwei Darsteller. Egal, das mache ich das so. Ich wollte am Ende noch mal erzählen, wie ich im Falafelladen war. Und da war vor mir ein älterer Herr in Grau, der drehte sich um, der hatte so einen Oberlippenbart und so einen Seitenscheitel. Und ich dachte, ist ja aus wie Hitler, genau. Haben Sie auch schon erlebt, ja. Aber ich erzähle mal meine Version. Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie Hitler sich eine Falafel bestellt. Hey, Kollege, alles klar, was kann ich dir bringen? Ich will Erbsenbulatan. Ey, bitte, ich hab nicht verstanden. Kannst du nochmal wiederholen? Erbsenbulatan. Erbsenbuletten? Ey, was Erbsenbuletten? Ich hab keine Erbsenbuletten, ey. Ey, guckst du auf Plan, hab ich Köfte, Dürümdöner, halbes Hähnchen. Ich esse kein Fleisch. Vegetarier oder was? Ey, hab ich noch Falafel? Falafel? Noch nie gehört. Ich will Erbsenbuletten. Ey, Kollege, ist Kichererbsenbällchen vielleicht korrekt? Erbsenbuletten. Okay, kriegst du von mir Erbsenbuletten. Pass auf, hier, Salat komplett? Gib mir auch den kompletten Salat. Ich kenne den, Alter, ich schwöre, woher kenne ich den? Ey, Kollege, welche Soße? Braune Soße. Ganz viel braune Soße. Tja, jetzt wisst ihr, was Hitler mit Mario Barth gemeinsam hat. Ganz einfach, beide sind sie im Olympiastadion aufgetreten. Danke, schönen Abend. Applaus